Und damit herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls hier bei Explore RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, letzte Folge. Sport war Mord. Viele Quicktime-Events und ja, war ich verkackt. Aber wir gehen ins nächste Kapitel und tun einfach so, als wäre nichts gewesen. Und schauen, was passiert. Die Jagd. Sich wer gejagt wird, wir wahrscheinlich, ne? Sollten wir jetzt hier Angst und Schrecken verbreiten? Gibt es doch jetzt gar keinen Grund zu, oder? Okay, wir können Leute ärgern. Schade, ich dachte, wir kriegen ihm den Kaffee bei. Aiden hat Langeweile. Okay, da dürfen wir nicht hin. Schade. Ich hatte da so eine fixe Idee. Chaos stiften sollen. Nicht aus, ob es jemals wieder aufhört. Brauchen die wirklich so viele Polizisten, um ein Mädchen zu schnappen? Das wird eine verdammt große Nummer sein bei dem ganzen Aufstand. Das fehlt mir ganz oben. Wir sollten langsam aufhören. Aiden! Mann, ich hab doch gesagt! Guck mal lieber raus. Mist! Sind die jetzt eingestiegen? Oh ja. Guten Abend! Routine-Check! Alle Ihre Ausweise, bitte. Ma'am, zurück auf den Platz, bitte. Scheiße, das ist sie! Das ist sie! Letzte Folge noch geübt, hab ich schon wieder vergessen. Hey, was soll das? Wir sollen
wir aus einem fahrenden Zug entkommen. Ja, ich weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Ja, das wird wohl dauern. Okay, es wird nicht so lange dauern. Mit der anderen Seite! Fuck! Okay, wir werden jeden Baum mitnehmen, den wir kriegen können. Siehste? Was?
sehe nichts. Runter, rauf, was? Sitz. Sorry. Dich erwischt. Zentrale. Zentrale an Einheit 18. Einheit 18, ich höre. Eine Spezialeinheit ist jetzt unterwegs in eure Richtung. Sie werden die Flüchtige dann in Gewahrsam nehmen. Roger. Sie kommen dich abholen. Ich hoffe, du hattest Spaß. Du musst mich hier rausholen. Also normalerweise könnte sie ja gar nicht freikommen, weil am Anfang waren wir ja in der Polizeiwache und da wird es jetzt bestimmt drauf hinauslaufen. Nein! Das ist schlecht! Ja, sie geht aber nicht zum Motorrad. Also muss man mit Aiden? Was soll Aiden denn machen? Fahren? Ich brauche was, um sie abzulenken. Ach so. Verstehe.
Etage ist umgefallen. Bitte kein Quicktime-Event, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Position! Keine Chance. Wir fahren direkt durch. Genau. Bist du bereit, Aiden? Nein. Es geht los. Das war ja mal. Nice. Bakertown. Stellt, ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben, dann sollen Sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Okay. Wir dürfen verwandeln. Wir müssen was unternehmen! Deckung! Position!
Komm mal mit hin. Wir brauchen Verstärkung! Was soll das denn? Haltet die Position! Aiden, sie kommen! Du musst sie mir vom Leib halten! Was machen wir denn? Die Tür! Aiden, ich komme nicht rein! Mach die Tür auf! Und da? Opposition! Du doch! Hast du das gesehen? Opposition! Kann man nichts machen. Sie kommen immer näher! Du musst mir helfen! Was haben wir denn gemacht? Lass dich heilen. Ihr habt mich gleich! Komm schon, Aiden, hilf mir! Los, los! Was ich was machen soll. Ich Sie weiß, wir können. Komm gleich ein! Los, du musst dich stoppen! Tu doch was, Aiden! Den kommen jetzt keine Probleme, ne? Opposition! Sie kommen jeden Moment rein! Hilf mir, um Gottes Willen! Helikopter! Hol das Ding aus der Luft! Sie sind hier! Sie kommen rein! Schnell, Aiden! Okay. Warum auch nicht? Sagen Sie ihnen, sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Komm, Aiden. Ich glaube, sie haben es kapiert. Nein, ich glaube nicht. Sie und x Prozent der anderen Spieler haben diese Wege genommen. Nicht gespielter Weg. Im Zug entkommen 81%. Im Wald verhaftet 24%. Die Stadt verwüstet 98%. Das Zugdach erreicht mit der, über die Toilette und mit dem Motorrad entkommen. Juti, war spannend und ich bin mal gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche dir da draußen noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.